Ein herzliches Moin, meine lieben Freunde da draußen. Ich wollte mal ein Thema ansprechen, was mir wirklich echt auf die Nerven geht, was mir wirklich sehr, sehr auf die Nerven geht. Und höchstwahrscheinlich auch nicht nur mir, sondern auch anderen Content-Creatern und wie auch immer. Und zwar, wenn man irgendwelche Veranstaltungen irgendwie auslost oder irgendwelche bestimmten Dinge irgendwie treffen oder sonstiges verlost. Gibt es da draußen Leute tatsächlich, die sich dann darauf bewerben und mitmachen wollen und gewinnen wollen, ja, wo man nachher sagt, alles klar, die schreibst du jetzt nur noch auf eine schwarze Liste und schließt sie von jeglichen Verlosungen und so weiter aus. Und auch das werde ich jetzt machen müssen, leider Gottes. Heute Abend zum Beispiel ist ja das Oktoberfest in Hamburg-Bergedorf und da habe ich ja gesagt, dass ich da bis zu 16 Plätze verlosen werde in einer Loge mir zusammen. Wir sind natürlich heute Abend da und wir können gemeinsam feiern und so weiter. Und es haben unheimlich viele Leute dran teilgenommen. Versteht mich jetzt nicht falsch, krank werden kann jeder, der Babysitter, da schaut mal was nicht hin, alles gut. Ja, das sind Sachen, da hat natürlich keiner einen Einfluss drauf, um Gottes Willen. Wie schon gesagt, versteht mich nicht falsch. Aber dann machen da Leute mit, die schreiben dann, ja, alles klar und ich will hier mitmachen und ich will mitkommen und so. Dann schreibst du die an, dann reagieren die einfach nicht. Oder aber irgendwie so, weiß ich nicht, ein, zwei Stunden vor Toreschluss, das ist jetzt nicht nur von der Veranstaltung heute, sondern ich komme gleich nochmal zu einem anderen Thema, wo es auch so war. Einfach um euch das nochmal ein bisschen nahezulegen, was eigentlich das Problem ist, warum mich das so nervt. Das sind dann so Leute, die dann ein, zwei, drei Stunden vor Veranstaltung, fällt ihnen dann auf, ach ja, warte mal, ich wohne ja 700 Kilometer entfernt, das geht ja gar nicht. Ne? Oder nee, ich hatte ja sowieso eigentlich gar keine Zeit. Das ist kein Witz. Es gibt Leute da draußen, die machen mit, ne, an irgendwelchen Veranstaltungen, die man verlost oder auslost. Nehmen sie daran teil, obwohl sie genau wissen, dass sie gar nicht können. So, und blockieren damit andere, für andere Leute die Plätze. Ja? Ich verstehe das nicht. Also ist das normal irgendwie oder... Ja, also wirklich jetzt mal. Ich bin ja nicht der Einzige, der das Problem hat, das weiß ich. Die Content-Creator-Landschaft ist riesengroß. Ich bin ganz groß kritisiert worden. Letztes Jahr habe ich meinen Geburtstag gefeiert im Match in Langenhorn. Das sind Freunde von uns, ne? Toni und Patti, beziehungsweise Patti und Toni, so rum, sorry. Das sind Freunde von uns, die betreiben die Kneipe in Langenhorn, das Match. Ja, so. Und da habe ich auf einem, ich weiß nicht, Freitag oder Samstag, das weiß ich nicht mehr genau, habe ich meinen Geburtstag gefeiert. Das sind die umsatzstärksten Tage für so einen Laden. Und wenn du dann sagst, geschlossene Gesellschaft, dann heißt das auch für die Betreiber, für die Besitzer, das kostet Schweine viel Geld. Ja, weil geschlossene Gesellschaft musst du mit einer gewissen Anzahl von Gästen rechnen. Ich wusste im Vorwege schon, weil ich das aus der Vergangenheit schon kannte, wenn man irgendwas veranstalten möchte, dass dann irgendwie, keine Ahnung, 50 Leute sagen zu und 10 kommen, ja, wusste ich das, habe ich Tickets angeboten und habe gesagt, für 5 Euro kann man sich ein Ticket holen für meine Geburtstagsparty. Letztes Jahr habe ich ganz groß kritisiert worden, warum ich Geld dafür nehme, dass Leute auch zu meinem Geburtstag kommen können. Mit diesem Ticket allerdings, also wären sie da gewesen, hätten sie auch ein Freigetränk bekommen, beziehungsweise die, die da waren, haben auch ein Freigetränk bekommen. Das bedeutet eigentlich im Endeffekt, da haben sie gar nichts bezahlt. Es ging nur darum, weil ich genau wusste, wenn ich jetzt 30 Tickets für die Community rausgebe oder 30 Plätze rausgebe und sage, ihr könnt zu meinem Geburtstag kommen, gebe ich euch Brief und Siegel. Nach 10 Minuten, nach meinem Aufruf, nach 10 Minuten sind alle 30 Plätze belegt. 3 kommen. Dem Rest fällt dann ein, irgendwie an dem Tag der Veranstaltung, ich wohne 1000 Kilometer weg, ich wohne in einem anderen Land, ich habe eigentlich gar keine Zeit, weil ich arbeiten muss. Das müsst ihr euch mal vorstellen, Leute. Da geht es auch richtig um Geld. Ja, also nicht bei mir jetzt, versteht mich nicht falsch, auch mit heute Abend da in Bergedorf, wieder selbiges Ding. Leute angeschrieben, ja, ich will mitmachen und so, blockieren dann natürlich, die kommen auf die Liste, ich habe nur 16 Plätze, da schreibe ich Namen drauf, beziehungsweise das hat Jessica gemacht. Hat die 16 Namen, hat die blockiert, hat dann natürlich schon angefangen, anderen Leuten abzusagen, du, sorry, ist vorbei, wir haben alle Plätze belegt. Und jetzt ist das wirklich so, dass wir tatsächlich, ich glaube, 8 Plätze wieder frei haben. Allerdings sind auch Krankheitsausfälle. Wie schon gesagt, nehme ich raus, ja, will ich gar nicht großartig kritisieren, aber ich möchte nur verstehen, warum Leute an etwas teilnehmen, obwohl sie genau wissen, sie können nicht mitmachen. Was soll das? Ich meine, das macht doch gar keinen Sinn. Wenn ich jetzt irgendeine Verlosung sehe in der Glotze oder auch im Internet, ja, dass irgendwie, keine Ahnung, morgen Abend irgendwo in Rio de Janeiro oder sowas, ja, auf irgendeinem Bazar kann ich mir da eine Goldkette um Bauch binden und tanzen. Ja, da mache ich mit. Obwohl ich heute Abend Nachtdienst habe auf dem Rettungswagen und ich ja erstmal nach Brasilien oder sowas reisen müsste. Das macht gar keinen Sinn. Warum? Das verstehe ich nicht. Warum?
Das finde ich wirklich schade, weil das ist übrigens auch der Grund, warum ich keine Fan-Treffen mehr organisiere. Habe ich vor ein paar Jahren gemacht, habe ich dann auch, ne? Dann organisierst du was, dann gibst du Geld aus für die Location, mietest dich irgendwo ein. Letztes Jahr, Match in Langenhorn, ja? Von Luft und Liebe kann keiner leben. Natürlich müssen die auch Geld verdienen. So, und dann ist das Kacke, wenn die Leute nicht kommen, so, ne? Als Beispiel. So, oder diese Fan-Treffen vor ein paar Jahren schon. Dann kommen die Leute nicht. Ne? So, dann sagen irgendwie 20 Leute zu, man organisiert da irgendwas in Lübeck und so weiter und so fort, wo ich schon überall was gemacht habe. Und dann kommen die Leute einfach nicht. Oh, habe ich vergessen oder nee, ich musste arbeiten oder wie schon gesagt, ich wohne 500 Kilometer entfernt und so. Verstehe ich nicht, Leute. Und ich bin nicht der Einzige, der diese Probleme hat. Ich habe mich ja auch mal so in der Content Creator Bubble mal so umgehört. Fast jeder sagt mir das, also bestätigt mir das, dass sie auch dieses Problem haben. Was ist denn los mit den Leuten? Also was ist los mit den Leuten, ja, dass man irgendwo zusagt und mit dem Wissen, man kann sowieso nicht. Was soll denn der Scheiß? Das ist frustrierend. Und dann muss man sich auch nicht wundern, wenn die Leute einfach keinen Bock mehr darauf haben. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also, krank werden kann jeder. Ja, der Babysitter kann auch mal ausfallen. Alles in Ordnung. Es kann irgendwas dazwischen kommen. Ja, ich will nicht alle über den Kamm scheren. Bitte, ne? Nicht, dass ihr mich jetzt hier irgendwie an den Pranger stellt. Ich finde das halt eben frustrierend. Weil in dem Moment, wo irgendwas kostenlos ist, ne? Alle wollen sie mitmachen, obwohl sie wissen, dass sie gar nicht an Veranstaltungen teilnehmen können. Das finde ich echt traurig. Das finde ich wirklich traurig. Weil somit hat man einfach keinen Bock mehr selber überhaupt irgendwas noch zu veranstalten. Bin ich ganz ehrlich. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen heute Abend trotzdem feiern. Also, ihr habt hier jetzt rausgehört, es sind noch ein paar Plätze für heute Abend frei geworden. Wer jetzt also nicht unbedingt 1000 Kilometer entfernt wohnt oder weiß, dass er heute Nachtschicht hat oder er sowieso nicht kommen kann, nicht volljährig ist oder sonstiges, ja, bitte, bitte, bitte erspart es euch zu schreiben. Bei allen anderen, die sagen, ey, das ist, glaube ich, meine Chance, schreibt mir doch bei Instagram auf meinem Instagram-Profil oder auch Jessica bei ihrem Instagram-Profil eine private Nachricht. Seid schnell. Ja, es sind jetzt, ich glaube, noch 8 Plätze oder so frei. Irgendwie sowas, ja, 6 bis 8 Plätze sind noch frei. Also, wer schnell ist, kann heute Abend mit dabei sein. Ab 18 Uhr in Hamburg-Bergedorf, das Oktoberfest in Hamburg-Bergedorf. Ich freue mich tierisch drauf. Ich habe da richtig Bock drauf. Und dann haben wir da auch eine eigene Loge tatsächlich. Sogar mit einem eigenen Kellner und allem drum und dran. Also, das wird auf jeden Fall mega geil heute Abend. Und wir sehen uns dann um 18 Uhr in Bergedorf. Wer jetzt noch mit dran teilnehmen möchte, schreibt bitte Vor- und Nachname und beziehungsweise schreibt Jessica oder mich an bei Instagram per privater Nachricht und wir melden uns dann zurück und dann bräuchten wir nachher noch Vor- und Nachname für die Gästeliste. Also haut rein, ich wünsche euch was heute Abend, ne? Bisschen feiern, schönes Wochenende und bitte, bitte denkt mal daran, egal bei welchen Content-Creatern da draußen auch immer, da steckt echt viel Organisation, Liebe, Geld, Fleiß und Zeit und Arbeit drin und damit macht man das leider Gottes echt kaputt, wenn man irgendwo mitmacht, wo man im Vorwege sowieso weiß, dass man das nicht kann. Also, haut rein, bis dann, bis heute Abend und schönes Wochenende. Euer Sibi.